Hallo und herzlich willkommen für alle, die heute Abend sich Zeit genommen haben, um sich zu Bienenpatenschaften zu informieren, unserer Live-Session vom diesjährigen Bienen-MOOC. Ich bin Dirk Liesch, die meisten kennen mich zumindest vom MOOC selber, vom Namen her. Ich freue mich, dass ihr da seid und hoffe, es wird eine interessante Live-Session. Also, es geht heute um das Bienenpatenschaften-Modell. Ich habe es Chemnitzer Modell genannt, weil ich das vorher in der Form noch nirgendwo im Internet gefunden habe. Es gibt zwei Arten von Bienenpaten nach diesem Modell. Das eine ist ein Bienenpate, der einen eigenen Stand hat auf dem eigenen Firmengelände. Ich habe jetzt mal das Beispiel von der DMK E-Business GmbH in Chemnitz genommen. Das war mein allererster Bienenpate mit dem entsprechenden Bienenstand auf dem Gelände neben der Firma. Hier ist der Geschäftsführer mal dargestellt. Das ist die Kennzeichnung, dass er Bienenpate sind. Und das ist jetzt der Honig, den sie selber haben und wo der Grafiker dann nach meinen Vorgaben auch entsprechend die Etiketten entwickelt hat. Bei Bienenpaten, die einen eigenen Stand haben, sage ich immer, es müssten mindestens zwei Völker sein, damit sich das Hin- und Herfahren dort lohnt und diese Betreuung von dem Stand. Es gibt noch eine zweite Variante. Man ist Pate von einem Volk, was beim Imker oder bei der Imkerin selber auf dem Stand steht. Das soll jetzt mal hier dargestellt werden. Hier ist die Kennzeichnung, dass es ein Patenvolk ist und hier vom Seaside Residenzhotel in Chemnitz. Dort ist es eher so gewesen, die wollten auch ursprünglich einen eigenen Stand haben, aber das Gelände drumherum ist relativ ungeeignet dafür. Und deswegen haben sie sich entschieden, sie machen das bei mir auf dem Stand, haben ein Patenvolk und bekommen den Honigstand, den sie für ihre Gäste im Hotel dann verwenden. Die Idee dahinter ist, dass das zusätzliche Völker sind zu denen, die man sonst haben würde. Aber da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Und wenn man ein Patenvolk bei mir auf dem Stand hat, dann kann man auch vorbeikommen und mal bei der Durchsicht zuschauen und sich sein eigenes Volk auch mit anschauen. Was ist jetzt das Prinzip der Bienenpatenschaft? Der Gedanke ist, dass ein Bienenpate vorab den überwiegenden Teil vom Honig seiner Bienenvölker zu einem Bienenpatenpreis kauft. Also es gibt einen Vertrag für das Volk, wonach es bei mir laut Vertrag eigentlich 70% vom Honig vom Volk bekommt, maximal aber 30 Kilogramm. In der Realität sieht es so aus, dass ich natürlich versuche, dass die Bienenpaten ihre 30 Kilogramm pro Volk bekommen, auch wenn das 80 oder 90% vom Honig ist. Der Gedanke von den 70% war, dass nicht mal als Imker dann auch interessiert ist, entsprechend Honig aus diesen Völkern der Bienenpaten zu ernten und die genauso zu betreuen wie seine eigenen. Der Bienenpatenpreis soll das darstellen, dass natürlich der Preis über dem von so einem Honigglas liegt, was ich im Laden kaufen kann oder was ich sonst von einem Imker bekomme, weil ich ja diese Völker und diese Bienenhaltung unterstützen möchte. Und dadurch ist auch ein Teil von diesem zusätzlichen Aufwand, dass ich zu dem Bienenpaten hinfahren muss, auf dem Stand abgedeckt. Es gibt auch, das sehen wir dann später in den Verträgen, einen unterschiedlichen Preis für das erste Volk und für jedes weitere, weil beim ersten Volk ein Teil der Fahrkosten mit enthalten sind. Die Bienenpatin selber erhält dann zusätzlich noch so eine Urkunde, dass sie Bienenpate ist. Sie bekommt ihren eigenen Honig mit dem personalisierten Etikett und die Kennzeichnung der Bienenvölker, wie wir auf dem Bild vorher gesehen haben, wenn sie auf meinem Stand ist. Und dann können Sie die Völker auch besuchen, die auf Ihrem eigenen Gelände können Sie ja jederzeit vorbeigehen. Der weitere Hintergrund dabei ist, dass das Eigentum, die Pflege, die Verantwortung und auch die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, das bleibt weiter beim Imker, also in dem Fall bei mir, wenn das mein Bienenpate ist. Das heißt, der Bienenpate selber hat zwar den Stand bei sich auf dem Gelände, ich bin auch dafür zuständig, den anzumelden und natürlich zu gucken, dass mit den Völkern alles in Ordnung ist und dass die auch bei der Tierseuchenkasse und so weiter alle angemeldet sind, sodass also der Bienenpate dort keinen weiteren Aufwand und Verantwortung mit hat, sondern dass es wie mein Stand auf seinem Gelände ist, also meine Völker auf seinem Gelände, weil den Stand stellt er zur Verfügung. Was das Spannende dabei ist, wenn man jetzt dahin kommt, warum das auch als Imker Spaß macht, dorthin zu gehen, kann ich jedenfalls sagen, ist, wenn man die Bienenvölker durchschaut und das Wetter ist einigermaßen, dann hat man sehr häufig Mitarbeiter von den Bienenpaten mit drumherum stehen, die da mit zuschauen, die da Fragen stellen, die man beantworten kann. Und das macht eigentlich Spaß. Man schaut die Völker durch, kriegt Fragen gestellt, kann das Ganze beantworten. Und damit ist das so ein kleiner Bildungsimbiss auch für die Mitarbeiter. Mögliche Bienenpaten können sein Unternehmen, Organisation, Stadtverwaltung vielleicht. Das ist auch das, was einem sofort einfällt. Es könnten aber auch Tiergärten und Zoos in Frage kommen oder Fördervereine von Schulen. Wenn das nämlich zum Beispiel ein Schulstand ist, dann muss die Schule den nicht anmelden
und können die Imker AG auch an diesem Stand mit durchführen. Aber eben die rein rechtliche Verantwortung für die Bienen, auch das Eigentum an den Bienen und hier die Anmeldung vom Stand und so weiter, verbleibt dann alles bei dem Imker, der die Imker AG durchführt. Und deswegen kann man das auch über diese Bienenpatenschaft, über den Förderverein regulieren, wenn es zum Beispiel keine Ganztagesangebots- Finanzierungsmöglichkeiten und Ähnliches für die Imker AG gibt. Der Gedanke ursprünglich, woher diese Patenschaftsidee gekommen ist, war die Idee, so eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen. Es sollte was Positives für die Bienen bringen. Es sollte interessant sein für die Imkerin und natürlich auch sehr interessant für die Bienenpaten. Und das Ziel bei den Bienen ist, dass man halt mehr gesunde Völker mit wesensgerechter Haltung bekommt, wobei wesensgerecht jetzt, wenn ich das verwende, die, die meine Kommentare gelesen haben, wissen das sicher, meine ich jetzt nicht das, was häufig jetzt als Image genommen wird, um sich von, sage ich mal, konventionellen Imkern abzugrenzen. Fast alle Imker, die ich kenne, geben sich natürlich Mühe und haben hohes Interesse daran, ihre Bienen wesensgerecht zu halten, sie gesund zu halten. Und mit wesensgerechter Haltung meine ich jetzt die Haltung, die jeder vernünftige konventionelle Imker auch durchführt und nicht dieses Label, was jetzt häufig da bei bestimmten Foren dann darüber geklebt wird, um sich von konventioneller Imkerei abzugrenzen. So, es geht darum, so einen Einklang auch hinzukriegen zwischen Bienen, Lebensraum, Natur und Mensch. Das klingt erstmal relativ simpel, wenn man sich aber vorstellt, dass jetzt relativ viele Bienen in Städten und in Gemeinden leben, dann spielt es natürlich auch eine Rolle, dass man die Bienen möglichst so hält, dass man friedfertige Bienen hat, weil nur dann funktioniert das enge Nebeneinander relativ gut. Und solche Aspekte sind hier jetzt im Einklang Bienen, Lebensraum, Mensch mit gemeint. Und das Dritte ist der Vorteil, dass man genügend Bienen dann halt für die Bestäubung hat in den Gebieten, wo es sonst nicht genügend Bestäuber gibt. Was ist der Vorteil für den Imker selber? Wenn man selber jetzt das Hobby-Imker beginnt, so mit 2 bis 3 Völkern, ist ja alles gut. Da kriegt man im Bekanntenkreis den Honig verkauft und man hat auch eine überschaubare Menge an Honig, der insgesamt immer abgeben muss. Mich selber hat ein bisschen dabei gestört, dass eine gute Ausstattung, also gute Schleuder, Dampfhackschmelzer und ähnliches und noch andere Ausrüstung relativ teuer ist. Das heißt, es lohnt sich so eine, ich sag mal, so eine 6-Waben Selbstwendeschleuder natürlich nur dann, wenn man mehr Völker hat und bin nicht bei 3. Der nächste Punkt ist, ich bin von der Art her, würde ich sagen, ziemlich faul. Was ich also nicht mag, ist dieses ganze Rausräumen, dreckig machen, sauber machen und so weiter. Das heißt, der ganze Overhead, der entsteht für 2 Bienenvölker ungefähr genauso, als wenn ich den Honig von 6 oder 9 Völkern schleudere. Also war schon immer die Idee, eigentlich hätte ich ja gerne ein paar mehr als meine 3 Völker, die ich zu Anfang hatte. Dann wird aber dieser Honigverkauf ein Problem. Ich muss mir dann plötzlich Gedanken machen, an wen werde ich diesen Honig los? Und das ist so ein Vertriebsproblem. Und wenn ich was hasse, ist das Vertrieb und noch dazu, das in meinem Hobbybereich zu tun, dann mag ich es überhaupt nicht. Also war das immer so ein Konflikt. Eigentlich hätte ich ja gerne mehr Völker gehabt, aber wie kriege ich den Honig dann los, ohne dass das jetzt ein Riesenaufwand oder Kult wird, genügend Abnehmer für den Honig zu finden? Und daraus ist dann einfach mal aus dem Gespräch mit ein paar Leuten diese Idee dieser Patenschaft entstanden, dass so ein Bienenpate nicht für dieses Volk eine feste Summe zahlt, sondern einfach den Honig komplett abkauft vorab und ich dafür die Völker bei ihm auf dem Stand pflege und mich darum kümmere. Damit bin ich auf einen Schlag als Imker den gesamten Honig los. Er hat einen größeren Ertrag pro Glas, als wenn ich die einzeln verkaufe. Und habe mein Ziel erreicht, dass ich eben mir darüber, über dieses Geld dann eben eine bessere Ausrüstung leisten kann, durchaus mehr Zeit auch in die Weiterbildung stecken kann oder in so einen MOOC wie jetzt. Und ich habe natürlich auch diesen Mehraufwand für diesen Extra-Stand damit abgedeckt. Und was mir auch selber Spaß macht, ist ein bisschen die Abwechslung, wenn man jetzt zu den Firmen hinkommt, hat dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dastehen, die Fragen stellen, die damit dazugucken und man schaut das dort durch, ist das ein anderes Gefühl, als wenn man ganz alleine an seinem Stand steht und da ist es auch als Abwechslung mal ganz interessant. Warum sich das Ganze jetzt für so einen Bienenpate lohnt oder Bienenpatin als Unternehmen, gibt es natürlich mehreres. Erstens sind die Bienen die letzten Jahre ja mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gedrungen, also auch ins Bewusstsein von Unternehmen und vor allen Dingen von ihren Mitarbeitern. Und da ist es die Idee, was für Bienen, für Bestäubung, für Insekten, für die Umwelt, für Blühflächen und ähnliches zu tun.
Und dadurch kommt auch die Idee, ich könnte ein Pate für so ein Volk werden. Und auch die Idee zu sagen, ich habe einen eigenen Bienenstand auf meinem eigenen Firmengelände. Weil nämlich die Paten, die ich habe, die gehen dann auch häufiger in Pausen bei Workshops oder so mit ihren Kunden dort vorbei, zeigen das mit, das macht einen positiven Eindruck. Die Geschäftsführer haben ja auch gesagt, das kommt sehr positiv bei ihren Mitarbeitern an, dass sie jetzt diesen Standort haben. Die gucken dort auch vorbei, die unterhalten sich darüber. Und sie haben natürlich dann auch aufgrund dieser Honiggläser für Weihnachten oder für andere Anlässe, für Firmenjubiläen Geschenke, individuelle Geschenke von ihrer Firma, die sie da an Mitarbeiter oder Kunden weitergeben können. Und das ist für etliche auch interessant. Das nächste ist, es können natürlich die Mitarbeiter und auch die Chefs selber so ein Bienenjahr live miterleben an ihrem und sie kriegen insgesamt so ein besseres Wissen zu Bienen, Umwelt und Natur aufgrund dieser Fragen und Antworten, die man bekommt. Und es lässt sich natürlich als Corporate Responsibility Projekt, also diese CSR-Projekt, die soziale Verantwortung von Unternehmen und Projekten, kann man es natürlich auch mit einordnen und man kann es nach draußen mit darstellen und das positiv für sich als Unternehmen verwenden. Der Vorteil ist, wenn sie bloß den Honig abkaufen und sonst alle die ganze Verantwortung beim Imker bleibt, sie also praktisch nur den Standplatz zur Verfügung stellen, dann haben sie kein Risiko und keinen eigenen personellen Aufwand, außer der Grafiker entwickelt selber die Etiketten für die Honiggläser. Und sie nutzen natürlich die Kompetenz, Wissen und Ausrüstung vom Imker für die Völkerpflege und das Ganze mit Versicherung, Standanmelden, Tierseuchenkasse, Honiggewinnung, Verarbeitung und so weiter liegt alles beim Imker, sodass sie also praktisch die schöne Seite mit dem Stand haben und die Arbeit beim Imker liegt. Und das ist als Firma ein ganz guter Anreiz, das zu machen. Jetzt war die Frage, wie kriegt man das am besten hin? Auch, dass ihr das zum Beispiel, wenn ihr Interesse daran habt, möglichst gut nachmachen könnt. Oder ich habe selbst für meine weiteren Bienenpaten, ich habe jetzt ja insgesamt 4. Mehr will ich auch nicht haben, weil ich die Zahl der Völker erreicht habe. Ich wollte eigentlich 12 Völker haben, bin jetzt bei 14. Das reicht völlig. Also es sollen eher nochmal 2 Völker weniger werden. Aber was ich sagen wollte, ist zum Beispiel bei Bäcker Umweltdienste, die auch Bienenpate mit eigenem Stand sind, war es so, dass dieses Dokument, was hier online zur Verfügung steht, mit der Aufbauanleitung für einen Stand mit den entsprechenden Daten dort ausgereicht hat, dass der Hausmeister dort vor Ort den Stand komplett aufgebaut hat und ich brauchte dann nur mit den Völkern dorthin zu kommen. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Ich werde das mal anklicken. So, das ist also jetzt, wenn man da auf den Link geklickt hat, kommt man beim Bienenstand raus. Und das, was ich jetzt dort gezeigt habe, es ist also auch zum Beispiel als Beispiel beschrieben, wie der Bienenstand aussehen könnte. Und das war für mich auch zum Beispiel eine spannende Erfahrung gewesen. Das habe ich bei einem Bekannten in Potsdam mal gesehen, dass die Bienen durch diese Ranggitter trotz 10x10 Fenstern nicht durchfliegen, wenn der Abstand ungefähr vom Flugloch bis zum Gitter ungefähr einen Meter betrifft. Wenn sie so 60 Zentimeter sind, fliegen sie durch, aber ab einem Meter fliegen die immer drüber. Das hat für Bienenpaten und Mitarbeiter einen riesen Vorteil, weil nämlich die können die Bienen ganz in Ruhe hier außen am Stand beobachten, können auch bei der Durchsicht durchgucken, ohne dass selber Bienen zu ihnen durchgeflogen kommen. Und deswegen finde ich diese Konstruktion für alle, die so flexible Gelände haben, wo man mit den Einschlaghülsen so einen Stand aufbauen kann, relativ interessant. Ursprünglich, das war mal die Grundzeichnung dafür. Aber was man hier jetzt direkt sieht, ist diese Dokumente, in denen nicht nur der Bienenstand als solches beschrieben ist, sondern indem er jetzt zum Beispiel auch die ganzen Hinweise für einen Aufbau hat, was so schief gehen kann, wo man die Teile herbekommt und so weiter, was man als Materialliste braucht und wie man das Ganze aufgebaut bekommt, sodass man also direkt mit der Weitergabe von so einem Link das realisieren kann, dass beim Bienenpaten vor Ort der Stand schon mal aufgebaut werden kann. Das hat also ziemlich gut geklappt. Und ich finde diese Standform auch für Bienenpaten relativ interessant, weil man kriegt sehr gut 3 Völker hin und ansonsten sind die Maße so, wenn man sie eng zusammenstellt, passen auch 4 Völker auf diese Fläche und mehr hat ein Bienenpate wahrscheinlich sowieso nicht. Das nächste, was es zur Unterstützung auf der Website gibt, diesmal direkt unter den Bienenpaten, sind möglichst alles, was man an Dokumenten jetzt bräuchte und an Vorlagen, um jetzt selber so eine Bienenpatenschaft durchzuführen. Das kommt daher, weil ich Fan von freien Bildungsinhalten bin. Das, was ich als Wissen habe, versuche ich auch zu teilen und die Informationen so weiterzugeben, dass andere das nachmachen und nutzen können. Und so ist auch dieser Bereich Bienenpaten aufgebaut.
Das heißt, es gibt dort Vorlagen für zwei Etiketten. Zum einen für das 250 Gramm Normalglas, für ein 500 Gramm Normalglas. Ein Dipglas macht ja keinen Sinn, weil ich dort so ein selbstgestaltetes Etikett in der Form jetzt für den Bienenpaten nicht gestaltet bekomme. Da kann ich maximal einen Firmenlogo-Sticker auf der Rückseite hinterbringen. Das fand ich nicht so spannend. Und demzufolge gibt es diese Etiketten, da gibt es noch einen Deckelsticker dazu, den nutze ich, wenn es ein Standard-Bienenpate ist, der nicht sein eigenes CI verwendet, um hier mit dem Logo eingebaut, hier das zu personalisieren, die Gläser. Und es gibt die fertigen Photoshop-Dateien. Das ist deswegen notwendig, wenn jetzt jemand zum Beispiel auch von euch das machen möchte und öffnet das, dann kann er einfach hier unten seine Adresse eintragen und das hier aus Chemnitz und Umgebung ändern auf seine eigene Umgebung. Und dann könnte man es direkt zum Druck geben und hätte die Etiketten da. Man kann natürlich auch das komplett selber ändern, wie man möchte. Man kann aber auch diese Photoshop-Dateien, so wie die hier sind, an den Grafiker oder die Marketingabteilung von der Firma geben, die Bienenpate ist, und sagt in Ordnung, die sollen alle Texte unverändert lassen, weil die Pflicht sind, außerdem vielleicht hier mit dem Gedanken Bienenpate, das kann weg, aber alle anderen sind ja typische Pflichtangaben, die ich brauche, wenn ich Honig etikettiere, inklusive der eigenen Anschrift als Imker, ob man Telefonnummer und E-Mail mit hin machte, sei dahingestellt, aber die Adresse müsste mit drauf. Und dann kann der Grafiker das frei gestalten, wie so ein Glas aussehen soll. Wechsel noch mal ganz kurz zu den Bienenpatenschaften Inhalten hier auf der Seite, damit jeder weiß, wo man das findet. Also oben ist das, was ich heute erzähle, auch noch mal textlich beschrieben. Aber unten kommt der spannende Teil. Das sind nämlich genau diese ganzen Vorlagen. Die Dokumentvorlagen für die Bienenpatenschaft, also die Vorlagen für die Verträge, die Vereinbarung, die man mit dem Bienenpaten treffen kann. Dann ist eine Vorlage für die Standkennzeichnung. Da komme ich dann gleich noch mal. Die Patenvollkennzeichnung, was wir vorhin gesehen haben. Man hat die Urkunde für einen Bienenpaten und man hat hier diese Etiketten. Und da ist zum einen das Word-Dokument, das enthält jetzt also auch noch die Möglichkeit, dass man direkt dorthin verlinken kann, wo sich über eine Online-Druckerei diese Selbstklebe-Etiketten produzieren lassen. Man hat aber vor allen Dingen hier die Photoshop-Dateien, wo man jetzt ganz schnell einfach seine Adresse ändern kann oder das Bild austauschen kann und hat damit seine eigenen Etiketten, die man drucken kann. Und hier kann man sich auch diesen Deckelsticker raussuchen. Und das ist alles hinterlegt dann auch mit direkter Möglichkeit, das online relativ günstig diese Etiketten zu bestellen. Und dann gibt es hier noch die Vorlagen zu der Quittung und zur Rechnungsvorlage und so weiter. Sodass man also im Idealfall alles das, was man jetzt brauchen würde, um so eine Bienenpatenschaft nachzumachen und das selber zu realisieren, sich runterladen kann, trägt seine eigene Adresse ein, trägt die Daten vom Bienenpaten ein und könnte starten. Man kann es natürlich auch beliebig anpassen, wenn man es möchte. Also das eine waren die Etiketten und das sind die anderen Dokumente, wo ich jetzt gerade die Links auf der Website gezeigt habe. Das sind erstmal die Vorlagen für die Bienenpatenschaften, die Verträge. Also da ich keine Rechtsberatung machen kann, das auch nicht geprüft hatte, würdet ihr die unter eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko verwenden. Es sind unterschiedliche Verträge, ob man nun einen eigenen Paten hat, einen eigenen Stand hat als Patin. Oder ob man ein Volk als Pate auf dem Stand des Imkers unterstützt. Und dann, was noch wichtig ist, ist bei Hobby-Imkern der unterschiedliche Status. Das heißt, wenn ich jetzt Hobby-Imker bin als Angestellter, dann brauche ich mir keine Gedanken, um sowas wie Mehrwertsteuer und solches Zeug zu machen. Bis 30 Völker ist es ja sowieso Hobby-Status. Da ist einkommenssteuermäßig spielt es keine Rolle. Also so viel wie ich weiß, das bin ich mir relativ sicher. Aber ich kann halt keine Rechtsberatung machen, deswegen ist es auf eigenes Risiko. Aber ich habe ja nachgefragt und das ist mir halt so bestätigt worden und ich kann das so tun. Ich persönlich bin allerdings die zweite Stufe, das heißt, ich bin Hobby-Imker, weil ich aber Freiberufler bin im sonstigen Leben, bin ich mehrwertsteuerpflichtig. Und das heißt, ein Hobby-Imker, der mehrwertsteuerpflichtig ist, muss auf seinen Quittungen auch die Mehrwertsteuer von 10,7% angeben. Das ist wohl sowas Ähnliches wie Landwirt. Gleichzeitig wird aber auch angenommen, man hätte dieselbe Menge an Kosten, sodass man also wirklich dort nichts ausfüllen, keine Buchhaltung machen muss, nichts gegenrechnen muss und auch nichts abführen muss. Aber auf der Quittung entsprechend muss diese 10,7% Mehrwertsteuer mit ausgeführt sein. Und das steht halt hier auch im Vertrag mit drin und dann auch bei den entsprechenden Vorlagen für die Quittung. So, was es dann noch gibt, ist die Urkunde hier für die Bienenpatenschaft. Die haben also meine
meine Bienenpaten alle bei sich irgendwo im Büro oder Office oder Eingangsbereich hängen. Dann kommt halt hier das Logo vom Bienenpaten rein, die Adresse und so weiter und dann natürlich hier das Jahr entsprechend, wo sie Bienenpaten sind. Dann füllt man hier seine Sachen ein. Dann könnte man das auch einfach so verwenden. Jeder, der selber solche Bienenpatenschaften anbindet, kann natürlich ein ganz anderes Layout nehmen, aber man kann es auch einfach übernehmen. Deswegen sind das ja freie Bildungsinhalte. Finden tut man es unter derselben Adresse und das war eigentlich das, was ich hauptsächlich erzählen wollte in dieser Präsentation. Dann stehe ich für euch zu Fragen zur Verfügung. Was ist noch wichtig zu sagen? Die Idee ist immer, ich möchte, wenn ich solche Dinge mache, immer, dass es möglichst viele nachmachen, wenn es eine gute Idee ist oder entsprechend die Tipps geben, warum es keine gute Idee ist. Und deswegen, wer das gut findet, kann auch sehen, ob er das verbreitet kriegt, zum Beispiel über die Imkerverein-Website, die er selber hat, dass er darauf verweist, auf diese Patenschaften, weil das Ziel ist wirklich, dass man zu mehr gesunden Völkern kommt. Ich hatte mal einen Beitrag vom Deutschen Imkerbund in einer der beiden Bienenzeitungen gelesen, dass es natürlich der Wunsch wäre, dass man mehr Hobby-Imker hat, die so zwischen 9 bis 12 Völkern hat, weil die sich dann doch deutlich intensiver auch um die Weiterbildung kümmern können. Auch um höherwertigere Ausrüstung und Material. Das mit den Schleudern hatte ich ja genannt. Und ich denke mal, diese Art der Patenschaften ist eine Möglichkeit, wie ich das als Hobby-Imker auch machen kann. Wenn ich also Interesse an mehr Völkern habe, dann ist das eine elegante Lösung, wo ich vor allen Dingen dieses Problem, was mache ich mit dem ganzen Honig, den ich dann bekommen habe, auf eine richtig gute Art gelöst bekomme. Und für mich ist das ein Punkt gewesen, meine Völkerzahl also mehr als zu verdoppeln. Also ich habe jetzt fast dreifach so viel, wie ich sonst haben würde. Und ich finde das ja eigentlich eine schöne Sache. Und wen das interessiert, würde ich mich freuen, wenn das halt viele Leute nachmachen und sich der Gedanke verbreitet. Vielen Dank. Und jetzt würde ich für Fragen zur Verfügung stehen. Also gibt es Fragen? Hallo Dirk, erste Frage für die anderen. Gibt es zum Beispiel einen Sicherheitsabstand, den man einhalten muss zu einem Gebäude, zu einem Parkplatz oder sowas auf dem Gelände? Sicherheitsabstand als solchen komplett festgelegt gibt es keinen. Das hier gelten dieselben Regeln wie sonst, wenn man Bienenvölker aufstellt. Man sollte natürlich möglichst Rücksicht darauf nehmen, dass welche, die gegen Bienenstiche allergisch sind, dann nicht komplett vorbeigehen müssen und dort gefährdet werden. Aber wenn man diese Standkonstruktion jetzt sieht, dort fliegt wirklich nichts durch. Würde ich sagen, wenn man da 2, 3 Meter vom Weg weg ist, reicht das Dicke. Wir haben es teilweise tatsächlich nur noch mal 1 Meter ungefähr vom Wegrand wegstehen, das Ranggitter, sodass man antreten kann. Aber es würde theoretisch auch gehen, wenn dort jetzt nicht extrem viel Krach, Bewegung, Vibration sind, dass man dieses Ranggitter direkt an den Wegrand stellt. Also Okay. es ist wirklich so, also mal je nachdem, wie man den Stand aufbaut. Es kann natürlich sein, ein Kunde stellt das komplett, möchte das gerne komplett frei bei sich auf dem Gelände hinstellen. Dann würde ich den Abstand zu Wegen ein bisschen größer wählen. Aber normal gesetzliche Vorgaben ist es so, als wenn man sonst einen Bienenstand aufbaut. Und das heißt, da gibt es eigentlich nicht viele, da kann man recht viel machen. Und man sollte natürlich Rücksicht nehmen auf Leute, die sich dort bedroht fühlen. Ich achte immer darauf, dass der Stand vor allen Dingen auch für Bienen passt, dass die also nicht in der zugigen Nordseite direkt zwischen 2 Straßen stehen würden. Und was ich mich auch weigere, ist zum Beispiel auf dem Hochhausdach Bienen hinzustellen, auch wenn da ein Fahrstuhl hochführt, wo sie dann mitten in der Sonne auf einem schwarzen Dach kompletten Wind ausgesetzt stehen. Sowas mache ich halt nicht. Okay, danke. Wenn keine anderen noch eine Frage haben, hätte ich noch was. Gibt es in der Firma jeweils immer einen Ansprechpartner dann oder wie ist das organisiert? Also bei mir war der Ansprechpartner bisher immer der, es sind derzeit 3 Geschäftsführer, also wirklich männliche Geschäftsführer gewesen, immer die Geschäftsführer. Okay. In meinem Fall. Es kann natürlich auch jemand anders sein, der für in einem größeren Unternehmen vielleicht für Corporate Social Responsibility zuständig ist. Das heißt, das habe ich als Hauptansprechpartner und dann gibt es einen Ansprechpartner meistens im Büro noch mit, wo ich anrufe und Bescheid sage, wenn ich bei den Bienen vorbeikomme oder wenn ich einen Schlüssel haben möchte. Das ist auch noch so ein Punkt, man muss natürlich abklären, das ist ein Firmengelände. Wann kommt man da drauf? Also ich habe auch einen Bienenpaten, da komme ich halt bloß von Montag bis Freitag an die Völker ran. Weil sonst niemand da ist, der die Schranken aufmacht. Ich könnte zwar wahrscheinlich hinlaufen, aber nicht mehr mit dem Auto und dem Material ranfahren.
Und das ist natürlich dann ungünstig, wenn man irgendwas machen muss, wo man es tragen muss. Also sowas muss man natürlich vorher abklären. Gut. Nächste Frage wäre, beteiligen sich die Firmen an den Kosten? Ist da letztendlich auch eine gute PR-Arbeit für die? Na, die Kosten ist ja das, wie die diesen Honig abkaufen. Ich habe jetzt Ach so, okay. ich habe ja keine Preise genannt, ne, dafür, weil die können sich variieren, kann jeder bauen, wie er möchte. Bei mir ist es so, sie zahlen halt derzeit 650 € im Jahr fürs erste Volk und 450 für den Honig von jedem weiteren Volk. Sodass man also bei zwei Völkern, die bei den Bienenpaten auf dem Stand stehen, derzeit 1.100 € bekommt für den Honig davon. Oh ja. Und dafür kriegen sie 30 Kilo. Also das ist ein 500-Gramm-Glas-Preis von 7,50 € derzeit. Na super, So, ist doch gut. und dafür kriegen sie halt die Pflege und haben die Weiterbildung der Mitarbeiter. Und jetzt muss man sich ja überlegen, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ich hatte ja selber mal eins, was ich verkauft habe. Du hast ein positives Image für die Mitarbeiter. Du hast ein Bildungsthema, wo die in Pausen hin können. Die gehen dorthin, können den Bienen zuschauen, können sich dort unterhalten. Sie haben Geschenke, Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden oder was für die Mitarbeiter, was tatsächlich vom eigenen Unternehmen, von so einem Projekt kommt. Und das bei dem jetzigen Image, was Bienen und Naturschutz in dem Fall haben. Und dafür gebe ich als Firma für dieses ganze Marketing 1.100 € aus. Das ist nichts. Ja, das stimmt wohl. Egal, ob ich da Honig kriege oder nicht, das ist auf jeden Fall ein Bereich, den ich mir gut leisten kann. Und hier habe ich dann tatsächlich dann auch noch diesen Honig dazu und kann den mit verteilen. Und deswegen denke ich mal, ist es eine Top-Situation für uns als Imker ist es gut, oder für mich als Imker finde ich das gut. Für die Firma ist es richtig gut. Und dadurch, dass man dann mehr Völker hat, qualifiziert man sich auch besser, hat besseres Material. Im Endeffekt kommt es auch den Bienen zugute. Und insgesamt bin ich der Meinung, ist es besser, wenn Hobby-Imker mehr Völker haben, als wenn wir ganz viele Imker haben, die ein Volk zum Beispiel auf dem Balkon stehen haben und sich dort kaum drum kümmern, was jedes zweite Jahr stirbt oder teilweise jedes Jahr stirbt. Das finde ich halt nicht ganz so bienengerecht und naturnah, wie das immer dargestellt wird. Und deswegen kann ich da auch dem DIB folgen, die sagen, wäre besser, man hat Hobby-Imker, die ein paar mehr Völker haben, als ganz viele davon, die sich dort irgendwo ein Volk hinstellen und sich da relativ wenig drum kümmern. Eine Frage hätte ich noch. Wie lange dauern die Patenschaften in der Regel? Macht ihr das vorher ab, 3 oder 5 Jahre? Oder wie gestaltet sich das? Na, ich habe das einfach, das in den Verträgen, die kann man sich herunterladen, da steht es drin. Das gilt immer für das Jahr und verlängert sich automatisch, wenn sie im Januar nicht absagen für das laufende Jahr. Sodass ich also noch eine Chance habe. Also die Völker stelle ich ungefähr, wenn die Frühjahrsentwicklung so weit ist, dass ich sagen würde, jetzt blüht gleich die Saalweide. Das heißt, sie werden Tracht finden, dann bringe ich sie ungefähr zu den Bienenpaten auf dem Stand hin. Bis August. Und deswegen habe ich für mich gesagt, wenn die sich bis Anfang Januar entschieden haben, dass sie es nicht kündigen, dann kommt ein Jahr dazu. So, also das heißt, die können im Januar noch Bescheid sagen, okay, sie wollen das beenden. Was natürlich dagegen spricht, ist, wenn die sich jetzt hingesetzt haben, haben selber Etiketten gemacht für ihren Honig, dann sind das ja meistens nicht bloß von der Etikettenanzahl das, was jetzt in dem ersten Jahr kommt, sondern die Etiketten reichen dann für 2 oder fast 3 Jahre. Dann haben sie auch den Stand selber zum Beispiel aufgebaut. Und den bauen sie ja auch nicht für ein Jahr auf und bauen ihn danach wieder ab. Also bisher hat das noch keiner von meinen 4 Bienenpaten gekündigt. Allerdings ist es ja auch erst bei dem allerersten das dritte Jahr und sonst das zweite Jahr. Aber ich weiß nicht, wie lange sie das machen. Mal sehen. Ich habe noch mal eine Frage zu den Etiketten. Das heißt, man dürfte die auch selber privat jetzt auf seinen Honiggläser drauf machen. Ja klar, also bei alles, was ich als Inhalte selber erstelle, auch beim Bienenmuck und so weiter, hat grundsätzlich die CC BY 3.0 Lizenz oder 4.0 Lizenz. Das heißt, man kann die Bilder komplett verwenden und man kann auch die Vorlagen und sowas selber komplett verwenden. Wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, den Autor mit zu erwähnen, dann sollte man das möglichst tun. Aber die Honigetiketten kann man einfach so verwenden, da braucht mein Name nirgendwo irgendwie mit auftauchen, inklusive der Bilder nicht. Okay, danke schön. Ja, also man kann die einfach sich runterladen, macht seine Adresse raus. Und kann die drucken rein und kann die drucken. Also das Chemnitz und Umgebung würde ich noch ändern, was draufsteht. Weil das stimmt ja dann bei Ihnen wahrscheinlich nicht. Nee, das ist schon klar. Danke schön. Gut. Gibt es noch weitere Fragen aus der Runde? Also, wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass
ihr euch Zeit genommen habt, heute Abend dabei zu sein. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Anregungen dabei. Vielleicht auch, wenn man das Modell nicht eins zu eins übernimmt, dann kann man vielleicht ein paar Aspekte für sich übernehmen, für seine eigene Imkerei oder wenn man Patenschaft oder irgendeine gemeinschaftliche Aktion mit einer Firma in der Region plant. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal und wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein.